So, und damit herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Aufnahmesession. Und ja, wir wollen in die nächste Runde gehen. Aktuell gelingt uns unser Eroberungszug hier eigentlich ziemlich gut. Bin sehr zufrieden. Und weiter geht's. Ich habe beim letzten Mal ja noch zum Schluss auf die Strategiekarte mal geschaut und da ist mir halt auch aufgefallen, dass alle großen Reiche, also Liu Bei, Herzogtum Song und Herzogtum Wu, dass die alle hervorragende Beziehungen haben. Das ist eigentlich sehr selten, dass sowas passiert. Also wenn da, also das wird noch dauern, bis da ein Krieg ausbricht. Na? So. Sehr schön, es gab keine Ereignisse zwischendurch. So, wir haben eine Hütte errichtet, eine kleine regionale Stadt. So, dann werde ich auch hier jetzt in der Region eine Bezirksverwaltung errichten, ja. Begrüßt den Drang. So, wir bauen die Bezirksverwaltung. Dort gucke ich, dass ich auch mal ein Gericht noch erbaue, damit wir noch schneller eben auf die Stufe des Herzogtums kommen. Und das Gebäude haben wir direkt aufgebaut. Fantastisch. Komm, dann baue ich hier auch gleich noch eine Bezirksverwaltung. Dann sind wir eben nur an der Spitze. So, jetzt hat sich jetzt zwar noch eine Garnison gebildet. Achso, das ist sogar die Hauptstadt von denen. Beziehungsweise nicht Hauptstadt, aber es ist eine größere Siedlung. Ich kann ja mal gucken. Ich denke mal, hier habe ich schon Sichtweite auf das Feld. Okay, keine Truppen. Dann stehen die Truppen hier. Weil er hat ja zwei Punkte für die Garnison. Muss hier eine Armee stehen. Gut. Bereit Was zuzuschlagen. natürlich hier ganz, ganz toll wäre, wenn wir hier noch irgendwie eine Balliste hätten oder sowas. Aber Macht euch wirklich bereit. weiter komme ich mit ihm auch nicht. Nee. Dann müssen wir hier eine Runde belagern. Position. Gibt sogar einen Statthalter. Obwohl, vielleicht haben die auch gar keine Mauern. Ich meine, hier hatten wir ja auch keine Mauern, ne? Ich glaube, in diesen besetzten Siedlungen gibt es gar keine Mauern. Okay, dann. Das sollte sich dann um einiges leichter gestalten. Gut. Dann. Da. Konzentriert euren Nächste Runde Zorn. erreichen wir die Siedlung. Macht euch bereit! So, hier geht's zurück in die Wir Siedlung. müssen Wir brauchen erst einmal Ruhe. Militärvorräte. Wir brauchen in beiden Armeen Militärvorräte. Gut, dann Das gehst du Schiff, dort ich fühle und du mich wie dort. neu geboren. Problem gelöst. So, die besetzte Stadt. Können wir die gleich noch weiter aufbauen? Ja, können wir machen. Aber wir haben hier schon eine Hungersnot. Dann warten wir erstmal noch ab. So, wir haben einen Händler erhalten. Ein paar Charakterentwicklungen und Aufträge. So, es ist Zeit für die nächste Truhe. Mal eine Ökumen-Truhe. So, vielleicht kriegen wir jetzt mal wieder ein Ereignis. Ja, perfekt, das sieht gut aus. Hier haben wir die doppelte Auswahl. Entweder Bevölkerungswachstum und Landwirtschaft oder Handelseinfluss. Handel haben wir 6.000, Landwirtschaft haben wir 4.000. Da ist es, glaube ich, ganz klar, was wir nehmen, oder? Natürlich Einkommen aus Handel. So, 7.000 bekommen wir jetzt pro Runde. Und wir haben die nächste Reform. Und jetzt heißt es so ein bisschen Qual der Wahl. Denn ich habe nichts geplant. Jetzt noch ein paar Landwirtschaftsgebäude, aber ganz im Ernst, das brauchen wir nicht. Hier würden wir das Direktor der Komturei freischalten. Justiz. Justizgebäude sind die nächste Stufe des Verwaltungsgebäudes, wäre das.
Oh, hier haben wir minus 20% Charaktergehalt. Oh, bei 20% ist das schon eine andere Sache. Gehalt 4000. 10% sind 400. 20%, das sind dann um die 820, 30 Goldstücke. Ja, machen wir. Also wenn wir das jetzt freischalten, müssten wir eigentlich gleich so um die 8000 Einkommen haben. Das mache ich. Sehr schön. Minus 20% Charaktergehalt. Und vor allem Zufriedenheit für alle Kommandanten dazu noch. Und wir haben 8200. Ja, sogar noch ein bisschen mehr. Sehr schön. Das läuft doch. 8000 Einnahmen. Aufhalten mit dem Schild. Spalten mit dem Schwert. So, sind alle zufrieden am Hof? Das kontrolliere ich jetzt doch mal. Achso, wir haben noch die Verwalterposition. Genau, sie ist jetzt hier in ihrem Amt. Da, wo sie hingehört. So, sie ist 14. 16. Werden die ab 16 volljährig oder ab 15? Naja, die ist 14, die wird, also zumindest ab 16 kann ich sie als Verwalterin einsetzen. Dann warten wir noch die zwei Runden oder die zwei Jahre. Unter einer Flagge. Ja. So, sehr zufrieden. Wie sieht es eigentlich mit den Steuern aus? Kann ich die erhöhen? Da werden wir sogar 9000 bekommen. Ich schau mal. So, hier ändert sich nichts negativ. Hier machen wir minus 4. Für die Harmonie. Minus 4. Ah, die Truhe ist weg, oder? Nee, sie ist noch da. Nee, wir machen zu viel Verlust. Nee, wir lassen das mal. Das mache ich in allerletzter Not. So, das Gästehaus lassen wir auch hier. Ich habe hier nicht so viele Handelsgebäude, oder? Obwohl, wir haben ein Händlerlagerhaus. Na komm, bauen wir das Gästehaus. In Ordnung. So, weiter geht's. Oh, was ist denn hier los? Boah. Tja, Imperien und Imperien, sage ich da nur. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich mich hier mit Yuan Shao erobert habe, wo ich da den Krieg geführt habe, auch gegen das Königreich Wu. Das waren noch Zeiten. So, Fraktion tritt auf. Fraktion der gelben Turbane. So, auch wir verstärken jetzt hier wieder. Ja, laden wir erstmal ein bisschen die Vorräte auf. An die Waffen! So, das erobern wir. Und es gibt, wie erwartet, keine Mauern. Unser Sieg zeigt die Anerkennung des Himmels. So, die lassen wir frei. Sie kämpften nur für ihren Glauben. Ich gucke dir mal ganz gerne auf das Gefolge, wie gesagt. Das war ein sehr schwaches Gefolge und das ist nur zu unserem Vorteil. Willkommen. So, gleich mein Upgrade. Nahrungsproduktion für die verwaltete Komturei. Naja, ich möchte ihn nicht als Verwalter einsetzen. Einkommen aus Industrie? Nee. Moral im eigenen Gebiet. Genau das brauchen wir. Lasst euch beugen, nicht brechen. So, boah, hier haben wir sogar eine Stadt auf Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stufe 7. Gut, hier steht auch 7, aber... Ja, wir sind fast aufgestiegen. Uns fehlen nur noch 12 Prestigepunkte fehlen uns nur noch.
Die haben wir bald. Erleuchtet den Weg zum Frieden. So, hier hätten wir schon mal 5. Das sind allein 16 Prestige, die wir hier jetzt erhalten haben. So, das lasse ich noch kurz stehen. Ich werde das aber alles irgendwann anpassen. Mein Glaube ist stark. So, wird Zeit für einen Auftrag. So, Bezirksverwaltung errichtet. Ja, auch die baue ich auf und gut, dann werden wir wahrscheinlich in dieser Folge sogar noch aufsteigen zum Herzogtum. Vielleicht werde ich es aber auch in die nächste Folge verlagern. Lady Kai. Level 5, 53 Jahre alt. Können wir auch eine Fraktion holen. Vor allem allein schon wegen der Rüstung. Wir können sie in die Fraktion holen, ihr die Rüstung klauen. Ganz im Ernst, das mache ich jetzt sogar mal. Wir klauen ihr einfach die Rüstung. Einzigartig. Kann ich das jetzt jemand anderen geben? Will ich mal testen. Haben wir jetzt wirklich die Rüstung geklaut? Ich folge eurem Ruf. Nee, haben wir nicht. Okay. Oder? Doch! Nächste Runde ist es verfügbar. Es hat funktioniert. Okay. Was können wir ja noch klauen? Sie hat sogar noch ein Steinschwein. Das entfernen wir auch. Ja. Das war es sogar wert, finde ich. So, und jetzt schmeißen wir sie wieder aus der Fraktion raus. Obwohl, nee, wir schmeißen sie nicht raus. Sie soll von alleine gehen. Sie wird sicherlich nächste Runde die Fraktion verlassen. Aus Unzufriedenheit. So, Charakterränge erhalten, Besatzung, Aufträge. Bleibt resolut. Minus 31. Unzufriedenheit führte zu Rebellion. Ui, aber hier ist ja noch einiges los. Liu Jian, der kontrolliert aber auch ein paar Siedlungen. Nicht gerade wenig. 21er Garnison hat er hier. So, Handel auf unbestimmte Zeit verbessern. Und weg, 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 weg. 191 Runden haben wir das Ganze jetzt schon. Was ist da los? So viele Armeen. Es sind mehr Armeen als Bauern dort. Mehr Krieger als Bauern. So, gelehrt versus inkompetent. Seit Jahrhunderten betonen die Han die Vorteile von Bildung. Ein gebildeter Mensch strahlt Weisheit und Würde aus und ist ein Vorbild für ganz China. Und doch habt ihr Hofleute, die ohne eine solche Bildung Ruhm erlangt haben, ist ihr Weg weniger rechtmäßig. Ich weiß gar nicht, warum man hier auswählen soll. Natürlich ist gelehrt besser. Entweder minus 20% Charaktererfahrung oder plus 25%. Das ist ziemlich eindeutig. So, große Reisfelder wurden gebaut, das Gästehaus, das Magistrat. Ja. Und da fehlt nicht mehr viel. So, Shi Wei ist frivol. Nur solange er zufrieden ist. So, hier geht's weiter. In den Kampf! Komm.
Gut, da ist auch keine Standgarnison. Wenn ich rausgehe, wie viele Militärvorräte verliere ich da? Ich krieg zumindest keine neuen dazu. Ne, wir nutzen die Zeit erstmal jetzt, die Militärvorräte hier aufzuladen. Außerdem müssen die Truppen ja noch... Na gut, die nicht, aber die müssen noch regenerieren. So, 15.000 Gold habe ich jetzt noch nichts ausgegeben. Kann das sein? So, dann baue ich jetzt hier in Jiaozi mal die Stadt auf zu einer Regionalstadt. Obwohl, wir haben doch hier einen Verwalter. Mal kurz gucken. Wo sehe ich nochmal, wo die Verwalter sind? Shi Baomeng. Achso, hier haben wir sie. Shi Baomeng. So, mal gucken. Es gibt doch, glaube ich, die Möglichkeit, wie sie Baukosten reduzieren kann. Das reduziert nur die Bauzeit. Hier noch irgendwas, was Baukosten reduziert? 40 Charaktergehalt. Einkommen aus Landwirtschaft. Na gut, das können wir ja mal machen. Das hat sich sogar gelohnt. Ein paar Goldstückchen. So, Unterhalt für Schockkavallerie. Oh, das ist auch gut. General der Streitwagen und Kavallerie. General der Streitwagen und Kavallerie, da habe ich eine Idee. Hier, ich folge eurem Ruf. So, wir haben aktuell 8884, jetzt haben wir 8936. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ja, es ist teuer, aber ich baue es jetzt einfach auf, 7000. Steter Tropfen hüllt den Stein. So, und auch Bushan baue ich weiter auf. Ja, die sind sehr teuer, die Gebäude. Fördert Weisheit. So, sind wir ja gar nicht mehr weit entfernt von der Kaiserstadt. Ja, aber die verschlingen natürlich Unsummen an Nahrung hier, die Gebäude. Das verschlingt. So, alle sind glücklich zufrieden. Ja gut, die wird uns wahrscheinlich verlassen. Habe ich aber nichts dagegen, weil wir bezahlen sie ja aktuell auch. Nee. Ach, die kostet gar nichts. Dieser Charakter ist ein entfernter Verwandter. Ach so. Okay. Naja, ist mir trotzdem egal. Das ist mir jetzt erstmal trotzdem egal. Oder setze ich sie so lange da ein? Gut, dadurch, dass sie ein entfernter Verwandter ist, kostet sie natürlich nichts. Ja komm, wir setzen sie einfach so lange dort ein. Haben wir sonst nichts Besseres zu tun. So. Wer sonst nichts zu tun. Weisheit lenkt uns. So, die Vorräte steigen. Hier sinken sie zwar, aber alles noch überschaubar. Weiter geht's. Okay, König Herzogtum Wu führt Krieg gegen Dong Li.
Das Bündnis von Tao Ying hat Rebellion der Game Turban den Krieg erklärt. Ja. Hier ist ja schon was los, ne? Dong Li hassen sie alle, kann das sein? Ja. Die Fraktion wird gehasst. Nee, jetzt bin ich. Jetzt, das ist Gongdu. Dong Li. Ja, Dong Li hat aber auch Probleme. Die sind auch noch stärker als 22. So, mittlerweile haben wir 5 von 4 Handelspartnern. Das heißt, unser Fraktionsanführer verursacht anscheinend auch ein weiteres Abkommen. Oder zumindest unser Erbe. Ich kann ja mal schauen. Hier, plus ein verfügbares Handelsabkommen. Ja. Nee, hey, Moment mal, was ist denn jetzt hier passiert? Warum ist sie denn jetzt in der Position? Da ist irgendwas Falsches gelaufen. Da ist irgendwas Falsches gelaufen. Okay, jetzt muss ich mir irgendwie was überlegen. Das Amt ist entheben. Das macht ihn natürlich ziemlich unzufrieden. Ich mach's trotzdem. So. Hä? Warum ist denn die jetzt wieder in dem Amt drinne? Okay, das verstehe ich nun wirklich gar nicht. Gut, die ist jetzt... Hä? Eben war doch da eine andere drin in dem Amt. Verstehe ich nicht. Na gut, die wird unsere Fraktion jetzt verlassen. Die habe ich damit jetzt komplett vergrault. Lady C. So, die ist auch unzufrieden, aber die können wir ja hier einweisen. So. Bestätigen. Und schon ist die zufrieden. Ja. Hier haben wir zwar kein extra Handelsabkommen, aber hier haben wir einen weiteren Auftrag. Plus 6 Zufriedenheit, plus 2 öffentliche Ordnung, plus 5 Fraktionsunterstützung. Anfangsrang für Rekruten. Das ist halt ein bisschen besser, ne? So, vielleicht finden wir hier noch was Fraktionsweites. Ein Ordnungshüter. Nochmal plus 2 öffentliche Ordnung. So. Sehr schön. Und es sind wieder mal Kandidaten an unseren Hof gekommen und dieselben, die ich schon mal am Hof hatte. Hier haben wir nämlich Sima Yi. So. Und diesmal versuchen wir ihn auch mal am Hof zu halten. Ich rekrutiere den jetzt nochmal. Und ja, der bekommt jetzt erstmal irgendwas Gutes. Der kriegt jetzt erstmal von mir eine Herrentruhe. Ja. So, und dann bekommt er direkt plus 40 Zufriedenheit. Damit sollte der uns wirklich nicht verlassen. Also mehr kann man ja jetzt hier nicht tun. Doch eine tolle Rüstung. Das ist halt ein herausragender Stratege. Ja. 175 Listwert plus 85 Munition. So, da war noch jemand. 38 Jahre, Level 5. So, den hole ich auch schon mal in die Fraktion. Ich weiß, das kostet mich alles ein bisschen Unterhalt, aber... So. 18 Zufriedenheit. Solange ich den nicht im Kampf habe, kriegt er mal irgendein komisches Schwert, dass wir ihn schon mal hier ausziehen. Solange er nicht im Einsatz ist, können wir ihm hier sowieso alles klauen. Und ein bisschen Zufriedenheit. So, 43 Zufriedenheit. Können wir gleich mal auf einen Auftrag schicken. Haltet beim Spannen eines Bogens den Atem an. Ja, hier plus 50% Nahrungsproduktion plus 4 Nahrungsproduktion extra. So. So, dann haben wir eine Kiste. Haben wir jetzt mal eine industriellen Truhe. So. Ja, ich bin letzte Woche nicht darauf eingegangen. Also sie... Nee, warte mal. Sie müsste ja bald volljährig werden. Nee. Die Lady Shi, das ist die ehemalige Ehefrau von Si Shi, die lebt noch. 43 Jahre ist sie mittlerweile.
Wir können auch langsam mal eine Heirat arrangieren, ne? Das hätten wir schon früher mal machen können. Damit wir hier auch endlich mal Nachwuchs bekommen. Ja, das ist natürlich. So eine Heirat ist teuer. Aber das wäre schon längst mal nötig gewesen. Aufträge. Na gut, können wir ja diese Runde machen. Ich meine, gut, wir hätten bisher, muss man ganz ehrlich sagen, wir hätten wahrscheinlich das Gold bisher nicht gehabt, weil so eine Heirat, die kostet auch ordentlich was, ne? 2000. Achso, hier unten haben wir die ganzen Optionen. Hier unten können wir adoptieren und verheiraten. Und oben können wir nur verheiraten, ja, oder arrangieren. Achso, hier wird ein Ehepartner gesucht und hier können wir das Ganze arrangieren. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen interessiert, wie das Ganze funktioniert. Jeder Herrscher muss jemanden an seiner Seite wissen, denn das Reich braucht einen Erben und sein Anführer einen Begleiter. Ein weiser Herrscher ordnet seine Figuren strategisch an, selbst dann, wenn es um Liebe geht. Okay, also hier bekommen wir quasi eine, sag ich mal, einen Ehepartner, also das sind dann Ehepartner, die sich lieben, und wenn wir heiraten, ist es eher so eine politische Heirat, wo wir dann, ja, wahrscheinlich irgendeine Adlige hier verheiraten, ne? Geht das? Aber wir finden aktuell niemanden, oder? Nö. Dann würde hier wahrscheinlich eine Frau angezeigt werden, die heiratsfähig ist, aber wir haben hier niemanden. Nee. Okay, das gibt's nicht. So, mein aktueller Fraktionsanführer ist... Ja, ne? Er ist doch der Fraktionsanführer, ne? 52 Jahre, okay. Er ist auch schon relativ alt. Da müssen wir gucken, dass wir mit ihm noch einen Erben bekommen für die Fraktion. Ja. Er braucht auf alle Fälle noch einen Erben. Gut, dann suchen wir mal einen Ehepartner. Weil hier kriegen wir ja nichts hin. Ehepartner suchen. So, da haben wir sie. 32. Okay, das ist natürlich ein großer Altersunterschied. 20 Jahre, aber gut. Was hat sie denn für Eigenschaften? Oh. Heirat. Xi Xin und Yan Yangyu. Während es wichtig ist, äußere Bindungen durch Heirat zu stärken, sind innere Bindungen genauso wichtig. Eine Mauer ist nur so stark wie ihr schwächster Stein, und Gesellschaft sowie gute Beziehungen sind das Fundament einer starken Familie. So. Hat also jetzt eine Ehefrau. Schauen wir mal. Also die ist erstmal sehr zufrieden. Gut aussehend. Plus 4 Autorität. Minus 5 Zufriedenheit fraktionsweit, aber zum Glück ist sie nicht Premierminister, Erbe oder Fraktionsanführer. Zielstrebig, Entschlossenheit, Instinkt und Eitel. Plus 25% Unterhalt des Gefolges. Also sie ist nicht gerade die super Kommandantin, sage ich mal. Aber sie ist eine gute Verwalterin. Weil hier führen gute Punkte Richtung Einkommen in Handel und öffentliche Ordnung für die verwaltete Komturei. Ja, sie wird in Zukunft sicherlich eine gute Verwalterin abgeben. Ja, interessant. Na, hoffen wir, dass es da mal irgendwann Kinder gibt. So. Und ich habe immer noch 5000 Gold. Ich kann also noch weitere Heiraten arrangieren. Darum kümmere ich mich jetzt gleich mal. So. Xi. Ebenfalls ein Familienmitglied. Auch er kann heiraten. Heirat arrangieren. Ich denke mal, je jünger wir die Charaktere verheiraten, desto mehr Kinder gibt es da irgendwann. So, die kann ich nicht verheiraten. Aber hier mit 17 kann ich die schon verheiraten. Wahrscheinlich sogar schon mit 16. Okay. Die ist 18 Jahre alt.
Ich verheirate die mal. Da sollte auch die Zufriedenheit ein bisschen steigen. Heirat arrangieren. So, sehr schön. Sang Nang. So, die ist bestimmt jetzt mehr zufrieden, oder? Nö. Also, das wollte ich gar nicht. Wir haben die nächste Heirat und ich wollte mir jetzt die Werte anschauen. Von dem Ehemann. Friedlich. Plus eine Runde Vermusterung, okay. Tapfer, das ist ziemlich gut. Erhöht die Lebenspunkte und Entschlossenheit. Okay, der ist ein sehr guter Kämpfer. Und, aber 31 Jahre alt, naja gut. Der ist ein sehr guter Kämpfer. So, der kriegt jetzt erstmal einen Tonkrieger, ein bisschen mehr Zufriedenheit. Sehr schön. Und wir haben noch eine Heirat, können wir noch arrangieren. Das macht richtig Laune, weil man ja nicht weiß, was rauskommt so richtig. So. Der 17. Ja gut, dann verheiraten wir ihn auch noch. Der ist 17 Jahre alt. So, ich glaube, das kann ich jetzt hier entfernen. Der ist zufrieden. Das verteilen wir dann, wenn wir was brauchen, wenn wir ihn als General einsetzen oder als Verwalter. Ja, wir verheiraten auch ihn. So, haben wir. Und Hauptsache, die sucht, da kommen auch wirklich irgendwelche zustande. Ne? Also da wird nicht mehr aufs Alter geachtet. Der 17, die ist 28. Na gut. Wir gucken mal die Werte an. So, die ist kühn. Immun gegen Angst und Entsetzen. Sie ist treu. Das verringert den Wunsch nach höherem Amt. Und sie ist aufrichtig. Plus 1 Zufriedenheit im lokalen Bezirk. Das sind doch eigentlich ganz gute Werte. Das gibt schon mal nicht den Anlass, sich da irgendwie zu beschweren. So, jetzt haben wir eigentlich ziemlich viele Heiraten veranlasst. Also unsere Familie ist um einiges größer geworden. Ja. Hätten wir vielleicht schon früher machen können. Tut jetzt aber auch nicht weh, sag ich mal so. Wie sagt man, ich lerne auch in so einem Let's Play noch was dazu. Ja, der ist 32. Die Frage, ob wir ihn überhaupt noch verheiraten. Ja, trotzdem, wir werden hier trotzdem alle Kandidaten verheiraten, die wir noch bekommen. Möglichst früh, damit die Familie halt einfach wächst. Weil alle Kandidaten sind kostenlos in der Familie. Für die bezahlen wir keinen Unterhalt. Genau, der ist auch 44. Ja, wir werden in den nächsten Runden alle noch verheiraten, die wir hier verheiraten können. Spricht ihn. Ihn und die beiden dann auch, wenn sie volljährig sind. Theoretisch könnte man die auch noch verheiraten, aber... Gut, der ist 72, der ist 68, also die werden auch bald sterben. Da ist es dann... Ja, sicherlich nicht so... sinnvoll. Na gut. Dann haben wir auch das abgeklärt. So, mir wird eine geringe Zufriedenheit angezeigt. Wir gucken nochmal. Plus 16. Warum so unzufrieden? Warum so unzufrieden, mein Freund? Kriegt er mal General der linken Seite. Wohl. Ah ne, jetzt habe ich mir was anderes entfernen, ne? Moral beim Angreifen, so. Ja, komm. Ich den Fall. Dann bekommt er noch den Redner. Jetzt hat er. Ne, oberster General, 41, alles klar. So. Nicht, dass hier irgendwelche Kandidaten die Fraktion verlassen. So, die wird uns verlassen. Das ist sicher mit null Zufriedenheit. Gut, dann gehe ich jetzt in die nächste Runde und damit beende ich auch gleichzeitig die heutige Session, die heutige Aufnahmesession. Genau, den schicke ich nochmal ein Stück weiter. Lasst eure Frustration aus. Was ist da für eine Garnison? 14, okay, das ist schon eine starke Armee.
Marschieren! Dann lege ich hier einen Hinterhalt. Geduld fängt jeden Feind. So. Und das passt alles. Dann geht's jetzt in die nächste Runde. Und damit beende ich die Aufnahmesession. Wieder mal wirklich einiges gelernt über das Spiel. Also es gibt immer wieder neue Sachen. Und gerade Three Kingdoms ist da ziemlich vielseitig. Also gerade was Diplomatie und Familienstammbäume und Familienmechaniken angeht. Also sicherlich auch in dieser Fraktion sehr eindeutig das Ganze. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.